Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pixelmon. Wir haben das letzte Mal einen Tod erlebt wegen zu schnell fließender Lava im Nether und wir sind da nicht mehr rausgekommen und ich habe gemerkt, da ist ein Grabstein gespawnt dank dem Open Blocks Mod, wo ich nicht wusste, weil ich ja keinen Gravestone Mod drin hatte, dachte ich ja. Die Items werden verloren im Lava. Und deshalb, ja. So, was wir jetzt machen, ist einfach mal kurz in die Welt 1 gehen. Ich habe die Welt ein bisschen erkundet. Es ist wirklich nichts weites als Obsidian und Steintürme oder was es sind. Stalagmiten. Und wir müssen eine andere Welt machen. Deshalb müssen wir nochmal so ein Buch herstellen. Das macht man hier mit dem Missing. Nein, das ist das gelbe Buch. Also das ist das Buch, das Beschreibungsbuch. Das andere macht man, glaube ich, hier. Und dafür braucht man Inksäcke. Und ich weiß, wie man die Inksäcke bekommt. Tintenbeutel, indem man angelt. Und jetzt müssen wir halt für eine Farmwelt nochmals angeln. Nur habe ich leider nur blöde Routen. Also eine Route und die kann man nicht bekommen außer im Neff-Verfestungen und den Truhen dort oder wenn man selber angelt und deshalb müssen wir jetzt ins Neffe und eine Angel angeln in der Lava. Wo ist das Portal da oben? Oh, was ist denn das? Ein Megataubus. Das ist ein Megataubus. Krass. Das ist mal genial. Wie groß das Vieh ist. Ich will es mal kurz anschauen. Weil ich habe das noch nie gesehen. Das hat ja mega. Das ist ja mal krass. Wenn ich das fangen könnte. Aber das hat keine Levelanzeige. Das ist drin, glaube ich. Ne, es hat keine Levelanzeige. Das ist mal genial, hey. Epic! Solche Pokémon fangen möchte ich unbedingt, aber da brauche ich noch ein bisschen Hilfe. Wie soll ich meine Pokémon trainieren? Welche Pokémon soll ich einsetzen? Könnten eigentlich da rein mal gehen. Aber ich habe keine Blöcke dabei, ja. Nur sehr wenig. Nee. Wir gehen in die Dimensions. Wie heißen sie? Mega Dimensions oder so. Dann mal, wenn ich bereit dafür bin. Also, ich auch wieder ein bisschen eingespielt habe. Ja, das Problem war ja an diesem Neffe, dass wir einfach zu weit oben sind für die Lama. Da müssen wir irgendwo runtergehen. Ja, man kommt schon relativ. Ich könnte hier Gravel runterstürzen lassen. Ja, aber wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Gravel mit. Stürzen uns hier runter. Gibt es kein. So, doch, es gibt Soulsend. Ja, hat nicht viel genützt. Ich glaube, Soulsend schützt gar nicht vor Schaden. Also, da oben sind wir ja gestorben. Der Grabstein lasse ich weg, weil ich ja die Sachen wieder gecheatet habe. Wenn ich jetzt die Sachen mitnehmen würde, dann hätte ich doppelt. Dann hätte ich wirklich gecheatet. Und deshalb, ja, machen wir das nicht, natürlich. Und tut leid, dass ich das wiederherstellen musste, aber ich wusste es ja nicht. Und deshalb, ja. Sollte das in okay gehen, wenn wir einfach jetzt die neuen Items haben, sondern die alten. Die aber gleich sind wie die alten. Und ja, ich könnte jetzt den Ding auch löschen. Gott, das ist schwer. Das ist recht schwer. Höllenste. Das ist recht schwer zu sehen. Aber es geht schon tiefer runter als im Ding, im Wasser. Ich sehe jetzt das nicht, wo das kommt. Also das ist sehr stark. Ah, jetzt kommt es, okay. Jetzt. Magmaqualle. Interessant. Interesting. Ich hätte gerne Verzauberung drauf, aber das können wir wahrscheinlich hier angeln.
In den Kisten gibt es wahrscheinlich keine Verzauberungen da. Mal schauen. Hallo? Kommst du? Das ist so spannend. Das Angeln muss unbedingt überarbeitet werden. Das ist sowas von langweilig. Früher war es noch ein bisschen interessanter, bevor da dieses Blubberzeugs kam. Aber jetzt, ja, es ist mir einfach zu sehr viel Stress, zu viel Ablenkung vom Blubbern und so weiter. Das ist mir völlig, also ich kann mich kaum konzentrieren, außer richtig einholen. Wo gab es das beste Angeln? Eigentlich in Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, gefiel mir das Angeln sehr. Und in Majora's Mask in der neuen 3DS-Version, also die neue Auflage, die schon älter ist, die schon ungefähr 7, 8 Jahre alt ist. Ja, bei World of Warcraft ist es eigentlich auch noch ziemlich gut, oder? Also findet ihr das? Es ist auch ein bisschen langweilig dort. Wo gibt es das beste Angeln in Nicht-Angelspielen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Jetzt kommt gerade keiner. Ich werde das mal machen zwischen der jetzigen und der nachfolgenden Folge. Und ja, auch diese Dimensions mal ein bisschen ausprobieren. Ach Gottchen. Also, ich werde das mal machen, wenn ich dann ein bisschen weniger Stress habe. Ich habe Lohen gefunden. Sie spawnen sogar. Also das stimmt irgendwas nicht. Da hat Pixelmon die nicht rausgenommen und da gedacht, die alle würden ohne Hunger, also nicht mit leicht spielen. Deshalb gehen wir kurz ein bisschen Lohen jagen noch. Wir brauchen noch ein paar Lohenrouten. Und ja, ich muss einfach konzentriert sein jetzt bei, also hier. Weil wenn wir jetzt sterben in der Lava, dann hole ich mir den Grabstein nicht. Und deshalb verlieren wir dann wieder alles und dann bin ich wieder stinksauer. Weil ich bin ein Spieler, der nicht sterben möchte in Minecraft. Weil so freien Loot-Verteilung ist natürlich nicht gerade so, ja, rauschend für mich. Ich möchte gerne die Items behalten, aber beschädigt bekommen oder sonst irgendwas. Anstelle die ganze Zeit immer wieder zu verlieren. Wieso ist Minecraft so doof? Wieso hat Minecraft so doofe Sachen? Weil das Spiel ist ja super. Aber einige Features, wie zum Beispiel eben diesen Drop, verlieren, nervt einfach. Ich muss jetzt suchen den Weg, leider. Also die Kisten sind wahrscheinlich jetzt leer, ja. Was wir machen ist kurz. Ich mache die rosa, weil die Blöcke so ein bisschen rosa aussieht. Sehen. Und dadurch, ja. Genau, check. Ja, okay, das ist eine nette Festung. Ja, ich brauche ja unbedingt eine andere Welt, Mistcraft-Welt. Weil ich, mehr Diamanten finden muss, weil in der Pixelmon, also in der normalen Welt, weil Pixelmon drauf ist, spawnen leider weniger Diamanten jetzt. Oder ich habe einfach bisher sehr viel Pech gehabt. Und das ist natürlich auch nicht so motivierend, oder? Weil man ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der immer farmen möchte, sondern der, der bauen möchte. Und wenn man wenig Diamanten hat, kann man nicht gut bauen. Boah, boah. Fertig mit diesem scheiß Lava, ey. Gottchen, ich bekomme Herzrasen. Ich merke einfach, dass mein AD, also mein Asperger, es ist einfach problematisch ist. Gerade. Dass ich so extrem auf diese Reize, wie zum Beispiel Gefahr, achten muss. Und es einfach nicht wegbekomme. Dann verstehe ich auch viele Leute, die Horror Games geben, dass sie so extrem schreckhaft sind.
Aber ich bin eigentlich nicht schreckhaft. Ich bin das Gegenteil von schreckhaft. Ich bin völlig passiv gegenüber Gefahren oder so. Aber jetzt, weil ich einfach momentan extrem gute Sinne habe, macht mir das extrem viel Mühe. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu vorsichtig spiele. Kann leider immer nur hoch und nicht runter. Ich muss das umstellen. Noch. Donnerwelle! Los, Vati! Bitte nicht sterben! Das heißt mal ein normaler Dolchenschock, ja, ich weiß das. Ich habe keine Chancen gegen solche Viecher. Unglaublich. Weil immer die, ja, recht starken Grund-Pokémon, die eigentlich früher nicht eine Weiterentwicklung hatten. Jetzt gibt es, glaube ich, noch Magbrand und eine Vorentwicklung Magby. Und ja, die werden immens, die sind einfach immens zu stark für normale Pokémon, so zum Beispiel Mittelentwicklungen Arbarotos und Vati. Man muss eine Endentwicklung haben, damit man ja eine wirkliche Chance gegen die hat. Weil die setzen Feuersturm, glaube ich, hat er eingesetzt. Und das ist natürlich eine 120er, oder Flammensturm. Aber das ist, glaube ich, auch 120 oder 90er Attacke. Aber auf jeden Fall viel zu stark. Das macht so viel Schaden, dass er fast down gegangen wäre. Ist ja schon heftig. Aber so ist das Balancing. Das Balancing muss ich einfach noch ein bisschen verstehen. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen zu viel Mut habe und dann merke, ja, ich kann doch nicht besiegen und ah, gut, konnte ich fliehen. Ja. Also. Ich schaue, dass ich da auf die nächste Folge einfach diese Vorbereitung mache für die Welt, damit ich Diamanten farmen kann. Ich farme, was wollte ich farmen? Eier angeln. Und also ich angle in der Lava und an im Wasser in der Nähe von unserem Haus, also unserem Pokémon Center. Und dann werde ich die nächste Folge aufnehmen. Weil ich habe jetzt auch längere Zeit gebraucht, bis ich die nächste Folge aufnehmen konnte, weil ich auch viel zu tun hatte. Ich habe nämlich eben sehr lange angeln müssen, bis ich diese Ding hatte. Tintensäcke. Gerade sehr am Konzentrieren. Hier drüben, glaube ich, waren die. Gast, Lohan. Nee, es war nicht hier, schade. Es war hier drüben vielleicht. Wenn es hell wird, sofort zurückziehen. Nee, es war nicht hier. Ich finde es leider nicht mehr. Irgendwo hat er einen Lore-Spawner. Genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben mit der Festung. Ja, es ist nichts hier. Ja, es ist extrem schnell, also es ist wie Wasser. Lava ist, glaube ich, wie Wasser in und Wasser explodiert oder zischt weg. Ist mein Wassereimer eigentlich? Wo habe ich meinen Wassereimer hingetan? Ich wollte es mal ausprobieren, ob es weg. Ich glaube, es zischt einfach weg. Naja, es wird kurz platziert für eine Sekunde und dann zischt es sofort weg. Ah, ist da drüben irgendwo? Da war ich, glaube ich, gar noch nicht. Außerdem also müssen wir hier leider kurz rüber und dann irgendwie durchstecken. Durchblocken, durchgehen. Aber hier oben, ne, hier oben ist nichts. Aber hier können wir auch buddeln. Was sicher, was dahinter ist. Am Boden ist noch Brick. Drüben auch, wenn man hier runter geht. Nee. Bisschen Abstand halten. Sehr gut. Hier war irgendwo noch die Festung weitergegangen. Ja, hier. Ja, jetzt muss ich das mal wieder blöde. Sky, wie sagt man? Sky Block.
Mauerartig machen, also so seitwärts. Anleveln. Dann können wir bald wieder verzaubern, dann werde ich wahrscheinlich eine Angel verzaubern. Aber ich brauche eben eine Angel, also ich muss wahrscheinlich diese Angel noch verzaubern, damit viel spawnt. Könnte noch ein paar Pokémon besiegen oder so. Aber ich muss jetzt zuerst mal kurz den Platz mit den Lohen finden und den Waypoint machen. Welche sind zum Stopfen da? Tut mir leid, für den Perversen. Also, aber das war jetzt nötig. Das Loch musste gestopft werden, das ist nichts Perverses für mich. Psst, nichts haben. Ja, also sie spawnen. Lol, ich habe einen gemacht. Oh. Ich wusste es nicht. Wenn wir jetzt hier hingehen, das ist genau auf der anderen Seite. Okay, dann machen wir hier. Wenn ihr auch spawnt. Weil sie spawnen natürlich nicht so oft wie im normalen, weil Pokémon in der Nähe sind. Ja, gehen wir halt wieder zurück. Nee, jetzt ist es nicht mehr da. Irgendwie gerade auch Performance-Probleme wieder. Nee, 60 FPS, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es hat kurz geleckt nach dem Teleportieren. Hallo? Muss man da ein bisschen weiter weggehen? Wieder zurückkommen? Wieso habe ich jetzt keine Lohnspawns mehr? Oh, jetzt. Ja. Also es tut mir leid, dass ich manchmal will so eine ja, die Waypoints nicht gerade so merke, dass ich einen Waypoint schon habe, also nicht lese. Aber das sind so Konzentrationsschwächen, die man da einfach hat mit Asperger, ADHS. Also ich habe ADHS wahrscheinlich nicht, so wie es gerade herausgefunden wird. Ich muss mir irgendwie eine Farm bauen, aber ich weiß nicht mehr wie. Das kann mir aber der Hardstyle sagen, wie es geht. Drüben irgendwo? Da unten? Ich weiß es nicht. Da ist einer. Wieso schießt der? Auf die Pokémon vielleicht? Ist da auch noch einer? Was ist das? Da oben. Schlafrede. Ah, oh, ja, es sind zu viele gespawnt. Also ich werde mir in aller Ruhe die Farmen hier. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Ist gut, dass wir ein bisschen abkürzen können mit Teleportation. Ich werde es natürlich nicht allzu viel ausnutzen. Aber ein Part muss ja auch gefüllt werden mit Content und nicht zurücklaufen und ständig irgendwie so Dinge alleine spielen nutze ich eigentlich kaum Waypoints, weil es mir auch ein bisschen nervt, die ganze Zeit umzuschalten. Immer wieder zu drücken und so weiter. Deshalb einfach aus Demonstrationszwecken, weil wir ja sowieso eher auch Bau- und Rollenspielfolgen machen. Da doch schon ein bisschen mehr haben. Ja, wir müssen dann auch wirklich sehr viele NPCs erstellen und da habe ich mir schon recht viele Gedanken gemacht. Aber ja, das muss alles noch geplant, also ja, ich muss alles noch ein bisschen verstehen können. Ah ja, wo war? Kiste mit dem Glück. Ja, komm mal hier reinschmeißen. So. Also, wir haben 20 Level. Wir können die Lower Route schon mal verzaubern, probieren. Also jetzt einfach kurz schauen, was dort steht. Oh, ein Ra wir haben.
Aber ein Hornliu möchte ich gerne haben. Ja, Glück des Meeres. Glück des Meeres ist, glaube ich, das, dass einfach mehr Fische anbeißen. Oder ist das, dass man mehr Fische bekommt? Ich weiß nicht, ich brauche einfach das, was mir mehr Loot gibt. Also, ja, mehr Fische gibt. Weil ja, ich Tintensäcke brauche. Ich würde mal anstreben, Glück des Meeres, aber ich muss diese Level zuerst haben. Deshalb gehe ich nachher ein bisschen die Welt erkunden. Also die Dingwelt. Gehen wir noch kurz ein bisschen rein. So. Ich muss mal kurz schauen, was mit der Zeit so ist. Ach komm. Minecraft automatisch ist. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für diesen Part. Deshalb gehen wir einfach mal am besten in die Richtung. Aber es wird wahrscheinlich nicht so viel zu sehen geben. Das liegt einfach daran, dass ja die Minecraft-Welten eher so prozentuell gemacht werden, dass halt immer wieder so Blöcke sind und so. Das ist Lava. Dort hinten ist, glaube ich, Holz. Da ist ein Pokéball. Aber es gibt keine Monster. Die Monster sind vom Pixelmon wahrscheinlich ausgemacht worden. Aber da ist ein Tempel. Und die Tempel haben immer Schriftrollen dabei. Mit denen kann man dann wieder neue Welten planen, was dann spawnt. Also nicht immer, aber immer öfters. Zielscheibe. Das ist halt auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, fast schon gecheatet, weil da die Alpen so gut sichtbar sind. Aber hey, mal im Ernst, das ist wirklich sehr selten. Also man bekommt eigentlich kaum die Items, die man wirklich braucht. Also das, so Sachen brauche ich einfach nicht. Und wo sind die hingegangen? Eine Zielscheibe. Ah, hier unten sind sie ja. Verzögerung. Was ist eine Zielscheibe? Also für was? Was kann man machen mit den Zielscheiben? Was sind denn das für Blöcke dort? Da muss ich mal hin. Es ist die 1.12.2, wir können leider nicht schwimmen. Also, ja, schnell schwimmen, tauchen. Was sind denn das für Blöcke? Die kenne ich gar nicht. Aha, Wasserstein. Die farme ich nicht hier, ich farme mal den dort. Ich glaube, aber Wassersteine finden wir uns trotzdem noch schon ein bisschen häufiger, als dass man jetzt die herstellen muss aus Scherben. Ich weiß es gar nicht. Wir könnten dann mal alles zusammensuchen. Ja, es ist unter Wasser natürlich schon schwer. Ich kann jetzt da hier nicht unbedingt so tief immer tauchen. Da müssen wir dann hinkommen, wenn wir die Verzauberungen haben. Auf dem Helm, glaube ich, sind die Verzauberungen. Haben wir irgendwie mehr Hunger gerade? Ich glaube, ich tue noch ein bisschen dieses Harvest Craft umstellen. Okay, das ist sehr gut, dass wir hier mehrere haben. Bücherregale könnten wir immer wieder gebrauchen. Fäden auch, sehr gut. Das ist sehr gut, dass es hier gibt. Da haben wir ein Feuerjuwel, okay, das ist kein Feuerstein. Prima. Alles müssen wir nicht mitnehmen. Lassen wir das mal. Und nehme noch ein paar Fäden mit. So. Gut. Gehen wir noch ein bisschen weiter.
Gut, um Essen habe ich ja schon also ein bisschen angepflanzt, aber ich muss jetzt auch wissen, was wir herstellen. Ich glaube, so Arten wie Popcorn oder so gibt mir einfach am meisten Energie, halten aber nicht so lange. Irgendwie so ein asiatischer Nudelsalat oder so ist einfach auch schwer, aber am besten. Fastfood ist, glaube ich, nicht so gut. Auch im Real Life ist ja nicht so gut für die langanhaltende Hungerbekämpfung. Am liebsten habe ich so asiatische Gerichte, die halten immer am längsten satt, aber stopfen nicht so den Magen voll. Ich liebe das einfach, wenn's einfach mich vor allem mit Vitamin vollpumpt, es nicht stopft, lang anhält. Und einfach fein ist. Aber ich habe natürlich jetzt nicht unbedingt immer die Lust, irgendwie asiatisch zu essen oder weiß nicht, mexikanisch. Ist halt so gut für meine Entzündungen, weil Schärfe eigentlich sehr gut Entzündungen heilt. Weil ich habe leider jetzt wieder Entzündungen an einem Zahn bekommen, wo ich eigentlich immer die ganze Zeit sehr gut aufpasse auf meine Zähne. Werden die so in Mitleidenschaft gezogen? Das ist schlimm. Das ist leider, wenn man so schwer krank ist wie ich, einfach ein gigantisches Problem, was die normalen, gesunden Leuten gar nicht haben. Die können gar nicht so schwer Entzündungen haben unter den Zähnen. Dadurch wird der Zahn natürlich schon echt in Mitleidenschaft gezogen. Also, ja, alle Zähne natürlich, aber mein Zahn ist jetzt einfach innerhalb von 6 Jahren zweimal entzündet worden und ja, jetzt muss ich wieder zum Zahnarzt und Zahnarzttermine hasse ich, weil es bei mir nicht anschlägt. Ich habe keine Reaktion auf Schmerzmittel. Das ist das Schlimmste, was bei mir am Körper einfach ist. Schmerzmittel wirken bei mir nicht. Ein Morphin wirkt bei mir wie eine kleine Aspirintablette, nicht mal Aspirin, sondern ganz etwas Schwaches. Oder kaum oder gar nicht. Also das letzte Mal Morphin, ich habe nichts gespürt. Es gab keine Veränderungen. Nichts. Und deshalb ist es so schwer für mich. Jetzt auch gerade auch, ja, Fußball zu spielen und so. Deshalb mache ich jetzt auch ein bisschen mehr wieder Livestreams. Weil ich einfach nicht so viel Fußball spielen kann, wie ich gerne hätte. Weil ich ja anstrebe, auch Profi zu werden, aber mit so Krankheiten kannst du einfach nicht Profi werden. Du hältst das einfach kaum aus. Also dann, ja, beenden wir den Part. Kommt leider kein Bücher, also Bibliothek mehr. Oh, aber auch nicht sterben, Drago. Ich erkunde jetzt nicht weiter. Gehe noch zum Pokéball und dann ist fertig. Mit dem Erkunden dieser Welt, das ist eine blöde Welt. Also im nächsten Part machen wir dann selber dann die anderen Welten, lassen uns überraschen und bauen am Haus weiter. Gut. Tschüss.